Hallo Sportsfreunde, herzlich willkommen hier auf unserem Kanal 4 Buttons zu unserer fröhlichen Orakelrunde. Ich bin Nightflyer. Und ich bin Raindrop. Ja, und wir spielen heute Spanien gegen die Türkei. Wen übernimmst du, Rain? Ich spiele heute Spanien. Dann nehme ich die Türkei. ja, und wir gucken uns erstmal die Strategie an. Spanien mit zwei Klingt Spitzen. Klingt so, als hätte ich hier... Was? Als hätte ich mich einfach so für Spanien entschieden. Nee, nein, wir haben das ja schon ausgelost und hinterher umgedreht. Genau. Ist ja auch egal eigentlich. Ja. So, du mit einer Spitze? Gerne. Nee, ich mit einer Spitze, du mit zwei Spitzen. Okay. Ich gucke mal, ich mache glaube ich was anderes. Ich mach mal so. Bist du sicher? Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Oh, ich bin gespannt. Ich bleib bei dem, was hier eingestellt wird, dann ist. Wird's nichts. Und ich würde sagen, wir stoßen einfach mal. Warte mal, ich bin rot. Nee, du bist rot. Alles klar. Du bist blau, weiß. Ja, irgendwie so ein Babyblau. Merkwürdiges Weiß. Ein blau-weiß Verlauf. Jupp. Ja, und es ist natürlich wie immer schon spät. Ich hoffe, wir sind nicht zu müde. Mal gucken. Das hoffe ich auch. Auch. Ja, wir sind fängt zu schon müde. Gut an. Ja, was gibt's sonst Neues? Diese Ladescreens. Die Spiele heute waren interessant. Waren heute ja. Portugal und Island. Und ja. Österreich gegen Ungarn. Das erste war nicht so toll, aber das zweite war also ziemlich interessant. Am interessantesten eigentlich wirklich Portugal gegen Island. Warte mal, ich bin... der da. Portugal gegen Island fand ich sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Und auch wenn unser Orakel eben gesagt hatte, 3-1 für Portugal, habe ich für die Isländer mitgefiebert, muss ich sagen. Die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Richtig, ja. Mir auch. Aber das hat man ja auch schon in unserem Spiel bemerkt, dass ja, ich... Ja, ja, ja. Ja, bloß da wusste man aber eben noch nicht genau, was werden die denn da überhaupt für einen Fußball spielen. Oh. Was hat der denn gemacht? Ja, aber dass die Isländer Herz haben, das wusste man irgendwie schon. Wenn schon ja, ein Zehntel des Landes anreist, dann. Ja, vor allem ist das muss man auch mal sehen, dass die alle, die sind ja nicht hauptberuflich Fußballer. Die machen ja alle irgendwas anderes. Ja. Und machen das einfach nur, weil sie voll Bock drauf haben. Mhm. Ups. Faul. Oh ja, fieses Foul von also, der Türkei. Ganz ehrlich. Fieses Foul. Es regt mich auf, dass der gleich beim ersten Mal eine gelbe Karte zückt. Das regt mich tierisch auf. Das ist total unrealistisch. Das macht er viel hier. Wenn man auf die Kreistaste benutzt, dann macht er hier viel gelbe Karte. Naja. Die Richtung hat er fast gestimmt. Tja, es ist nicht so einfach, wenn man direkt aufs Tor... Das war auch so ein luschiger Schuss wieder. Ich muss das nochmal... Naja. Ja, die haben ja wenn gestern... Wenn ich Zeit hätte zum Üben, dann würde ich es ja auch üben. Die haben ja gestern Pro Evolution Soccer 2017 vorgestellt. Mhm. Und da sollen die Schiedsrichter viel, viel besser agieren, habe ich gelesen. Ja. Was die alles erzählen. Ich will gar also, nicht mehr. Das interessanteste Feature ist auf jeden Fall, dass man bei PS17 die editierten Dateien tauschen kann. Mit anderen Spielern. So wie es auch auf der PlayStation 3 ging. Da ging das nämlich damals. Tor! Ach, Scheiße, ja, nicht aufgepasst, weil ich zu viel laber. Ja, du laberst. Voll am Spiel vorbei. Erzählst dir was von 2017. Ja, man muss ja auch ein bisschen was erzählen irgendwie. Ja, stimmt. Man muss ja nicht immer nur vom Spiel erzählen. Nee. Ja, jedenfalls kann man dann eben diese editierten Dateien austauschen. Das finde ich ziemlich cool. Was allerdings offen geblieben ist für mich, kann man damit online spielen. Das glaube ich nämlich nicht. Deshalb war ich da auch nicht so fröhlich drüber, sage ich mal, weil ich glaube nicht, dass das irgendwas auf den... Das hat, glaube ich, keinen Einfluss auf online.
Das ist für mich eigentlich die wichtigste Frage. Wenn man damit tatsächlich online spielen könnte, zumindest in einem Freundschaftsspiel, es muss ja nicht in diesen Liga-Hast-du-nicht-gesehen-Spielen sein, ne? Aber in so einem Freundschaftsspiel sollte das möglich sein. Dann wäre das ziemlich cool, weil man dann wirklich immer aktuell ist, so wie man es will. Ja. So, jetzt muss ich ja hier ein bisschen mich mal konzentrieren. Nein, ne. Das war, glaube ich, abgepfiffen. Oh, ja, Schwein gehabt, abseits. Oh, ja, spät aber das hat er, ja, das hat er erst abgepfiffen, als ich schon aufs Tor geschossen habe, das erste Mal. Naja. Dann haben sie sich na aber na echt na spät überlegt, ne? Okay, hier nochmal Schwein gehabt. So, jetzt wollen wir hier mal ein bisschen, Alter, dass der nicht ankam gerade bei mir. Tja. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Ich hab's dir ja gesagt. Ah, irgendwie läuft's gerade nicht. Tja, die Türkei ist schwer zu spielen, muss ich sagen, in diesem Spiel. Es ist nicht einfach zu verteidigen mit der Türkei gegen so eine Mannschaft wie Spanien. Wir haben ja schon öfters drüber gesprochen, das ist einfach dieses allgemeine Balancing, das funktioniert einfach nicht bei diesem Spiel. Da kannst du mal sagen, was du willst. Ja, man muss dann wirklich Mannschaften haben, die gleich auf sind in etwa. Ja, ne? Ja, aber ich meine, so schwach ist die Türkei ja gar nicht. Wie viele Sterne hatte die? 3,5, glaube ich. Also, na gut. Ja, pass es auf. Ist einfach. Geh ich es ist auch nicht, jetzt ich um. Glaube, ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass es an der Türkei liegt, sondern daran, dass Spanien einfach zu stark ist. Zu overpowered ist. Ja, genauso wie einige einzelne Spieler. Ja, aber ich sehe das einfach so. Ein Spielzug, der funktionieren könnte, wenn da ein Anspieler, ein Spieler zum Anspielen wäre. Ja, und wenn der Torwart auch noch sich bewegt hätte und nicht nur geguckt hätte, wo der Ball ist, dann wäre das auch hier logisch gewesen. Es soll nicht Zack. Sein. Aber ich habe zumindest eben mal einen Angriff hinbekommen. Halbwegs zumindest. Und zaghaft war das ein bisschen. Zaghaft. Da ist ja gar keiner. Was ich auch nicht verstehe ist, ne? Man hat manchmal einfach keine Kontrolle über die Spieler. Die laufen geradeaus. Kannst du machen, was du willst. Ja. Der war aus. Ja. Hatte ich eben beispielsweise. Ich bin hinter dir hergelaufen, ne? Und lauf dir fast in die Hacken. Was spricht denn bitte dagegen, dass mein Spieler an dir vorbeiläuft? Oder neben dir läuft? Weißt du, was ich meine? Und sich dann irgendwie dazwischen springt oder was auch immer. Das habe ich übrigens gesehen, dass das geht beim neuen Pro Evolution, also bei 17. Das konnte man im Trailer sehen. Dass man tatsächlich an einem vorbeilaufen kann und vor ihm quasi springen kann. Um den Ball abzunehmen. Ja, ich bin gespannt, wie das dann auch wirklich funktioniert, weißt du? Das ist die Frage. Also ich werde mir das auf jeden Fall nicht blind holen. Also, wenn ich es mir überhaupt hole. Oh, ja, ja, nein, ja! Totale Verwirrung bei Nightflyer. Jetzt lauf doch mal zum Ball, du Penner! So, jedenfalls kann ich den Ball klären. Das ist ja schon mal was. Das war nicht so doll, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Ja, der läuft auch einfach. Oh, das war jetzt aber eben ziemlich riskant von dir. Ich habe ein bisschen spät gescheitert, leider. Ja, oh Mann. Deine sind viel zu... Also, wie schnell die wieder aufstehen und alles. Ey, glaubst du? Ja, meine kommen ja vor wie Rentner. Das ist eben das, was unfair ist. Das ist eben das, was ich finde. Was bei so schwächeren Mannschaften, die sind langsam, die sind träge. Jede Aktion dauert ewig. So ist es ja nun mal nicht, ne? Die Türken sind ja das nicht langsam. Das ist total langsam. Unrealistisch. Ja, die türkische Mannschaft ist ja... Da sind ja Leute, die sind genauso schnell wie die Spanier. Die haben vielleicht einfach... eine andere Strategie und eine andere Taktik, das sehe ich auch ein, aber die sind ja nicht aber also echt, so generell einfach die bewegen unfähig. Sich echt manchmal wie die Rentner hier, das gibt's gar nicht. Oh, das war aber eben nicht schlecht.
Oh, scheiße. Oh, jetzt war es ein Tor. Nice. Der war gut, oder? Kann er Weitschuss? Mal gucken. Tja, können ist relativ. Oh, das hätte drin sein müssen, eben das Ding, aber da bist du noch dazwischen gekommen, eben. Das ist scheiße. Eben auch so frustrierend, ne? Bei Spanien wäre der drin gewesen. Ja, auf jeden der Fall. Der wäre einfach präzise platziert gewesen und wäre drin gewesen. Tja. Wenn du den Ball hast, dann mache ich da nicht mehr viel. Ah, da habe ich wieder nichts Blödes gemacht. Richtig. Ja, Spanien Schwäche. Viel zu aber weit. Spanien macht viel ja zu auch weit. In der Vorrunde erstmal nur, was nötig ist, ne? Oh nein. Nein. Ach. Ach, leck mich am Arsch, das ist doch scheiße. Ja, ich find's auch. Weiß ich auch nicht. So ein Dreck. Tja, das ist das Balancing. Das ist ganz einfach das Balancing von diesem Spiel. Ich meine, ich könnte jetzt hingehen, ich könnte jetzt die ganze Zeit irgendwelche Pässe spielen, einfach nur um zu verhindern, dass du Tore machst. Ja? Hm. Dann könnte ich mir den Ball hier schön durch die Gegend schieben, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Nee, man will ja auch Tore machen. Ich meine, was ich bei dem Türkei-Spiel gesehen habe, fand ich, ich hatte erst gedacht, die stehen ziemlich hinten drin und sind so defensiv, aber die haben auch schon angegriffen. Ja, ja. Ja, besonders in der zweiten Halbzeit gab es ja auch... Da war ja einmal so richtig, es war schön offen, das Spiel. Hat leider nicht so lange angehalten. So, ich habe Anschluss. Wieso funktioniert das gerade nicht so? Ich wollte ihn gerade nämlich also ich wollte ihn reinspielen in meine Hälfte, was ja erlaubt ist neuerdings. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob das hat nicht funktioniert. Ja, steht euch alle im Weg hier. Ja, das, diese Kopfbälle sind einfach zu zaghaft und der war auch zu hoch eben. Also schlecht erwischt. Ja, ich weiß nicht. Wir müssen mehr Druck haben. Ich habe mich jetzt schon so oft dazu geäußert, dass, naja, dass gut. Die irgendwie. Müssen wir mit leben hier. Was soll's? Müssen wir wohl. Dann probieren wir es eben auf die Harte. Jetzt komm, beweg deinen Arsch, du Penner. Und verschießt du den Ball auch schon wieder weg. Zum Kotzen. Dafür ist eine Ecke. Kannst noch mal ein Tor, ein Kopfball versuchen. Oh, okay, Halbzeit. 3:0. Also 3:0 zur Halbzeit, meine ich. Genau. Ja, Ballbesitz geht eigentlich, ne? Ja, aber Abschluss ist halt nicht so. Das ist das Problem, ja, weil ich da. Erfolgreich. Weil du da grundsätzlich schneller bist als ich. Ja. Na gut, dann geben wir es mal an. Das ist halt. Jetzt beginnt die Aufholjagd. Jo, viel Glück. Ich bin ja nicht so. Ich meine, nee, pass auf, wir müssen. Also, na gut, ich müsste jetzt. Normalerweise müsste ich jetzt komplett offensiv spielen. Aber dann kann es eben passieren, dass du die Konter kriegst. Oh, Leute. Warum? Was macht der denn da, der Arsch? Verstehe ich nicht alles. Was ich da gerade veranstaltet habe. Das war meine eigene Schuld, glaube ich sogar. Weil ich das nicht geballert habe. Ja, ich hätte irgendwie... Ich drücke mal eben auf Pause, weil ich meine Strategie ändern will. Okay. Es ist ja scheißegal, wenn ich jetzt mit 10:0 verliere, ist mir egal. Oh, was? Noch ein Eigentor fast. Ach, was? Wieso bin ich nicht der, der ich sein will? Ich wechsle hier rum wie wild und werde nicht der, der hier sein will. Leck mich am Arsch, was für Dreckspässe hier. Oh, nein. Was? Abseits. Nein. Oh, ich dachte. Nee, war abseits. Weil ich hab tatsächlich die Taste gedrückt, deswegen war ich mir gerade nicht sicher. Nee, ist aber, glaube ich, nichts passiert. Du bist, glaube ich. Ich habe nur geschossen, bin umgefallen. Es ist alles gut. So. Okay, so, Strategie schnell ändern. Standardtaktiken. Ja, erstmal die Aufstellung ändern. Eine Spitze kannst du vergessen, ist viel zu wenig. Ich gehe jetzt volle
Ich probiere es jetzt, warte mal, oder probieren wir es so. Ah komm, ich probiere es jetzt einfach mal so. Jetzt das Problem, ja, jetzt habe ich natürlich wieder das Problem, dass die Spieler dafür gar nicht geeignet sind. Das heißt, jetzt muss ich gucken, dass ich da irgendwen wechseln kann. Hier den zum Beispiel, der hat auch nur 74, aber immerhin besser als der da oben. Scheiße, das ist echt übel, das ist richtig übel. Okay, ne. Da ist, warte mal. Ne, da ist nichts Besseres. Was ist denn mit ihm hier los? Ich verstehe das nicht hier. Ist egal, reicht. Was denn? Bist du fertig? Ich bin fertig. Mit den Nerven. Okay. Mit den Nerven. Okay. Neue sind drin. Zu doll. Mann. Auf geht's. Es ist wirklich nicht einfach, diese... Ah, es hat geklappt sogar. Bin mir begeistert. Den Ball zu gewinnen und dann unter Kontrolle zu bringen, das ist das Problem, was ich hier habe mit der türkischen Mannschaft. Mein Problem ist nur, dass ich nie der bin, der ich sein will. Lauf doch mal. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Nein, meine. Mann, ist das zum Kotzen. Arschkrampe. Oh, faul. Faul. Ja, egal. Nix da hier. Faul, faul. Gelb, ja, gelb. Ich glaube, wenn man wirklich richtig die Kreistaste drückt, kriegt man immer gelb, oder? Habe ich so das Gefühl hier in diesem Spiel. Naja, es kommt drauf an, zu welchem Zeitpunkt du es machst. Also ja, wenn du, ja gut, du kannst du ja wirklich so den Ball dass triffst. Du nur den Ball nimmst. Ja, genau, aber das sonst ist ja eigentlich kriegst du mein, auf jeden Fall eine normalerweise spiele ich ja eigentlich nur so. Aber eben, das war natürlich absolut, es ging ja nicht anders, von hinten rein. Normalerweise, es gab, ich weiß nicht, ob es eine EM oder eine WM war, da war es eine rote Karte. Das war scheiße. Ich weiß nicht, wann das war. Auf jeden Fall bei irgendeinem Pokal von hinten reingegrätscht, rote Karte. Das finde ich übrigens auch richtig. Das sollte auch heute noch ja, so sein. Ja, ich finde das auch richtig. Ja, rote Karten gab es ja auch schon, beziehungsweise gelb-rote Karten gab es ja auch schon bei dieser EM. Ja. Heute gab's geht schon ganz schön gut los. Heute gab es auch bei irgendeinem Spiel eine Situation, wo ich mir gedacht habe, ey, das ist eine rote Karte. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Situation war und bei welchem Spiel es leider war. Aber naja. Was war denn das? Das war auch eine Situation nah am Strafraum auf jeden Fall. Ach so, das war ein Foul. Nachdem der Ball aus war, glaube ich. Ja. Irgendwas in der Art war das. In irgendeinem Spiel heute. Da ich mir gedacht, ach, heute hat irgendeiner bei Portugal hat so nachgetreten. Das fand ich zum Beispiel auch nicht in Ordnung. Ja. Da war eigentlich schon, der Ball war schon weg und alles. Hat da nur ein bisschen nachgetreten. Also normalerweise dürfte ich das gar nicht mehr verteidigen können hier, so wie ich das jetzt hingestellt habe. Tja. Wir reden so viel, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren aufs Spiel. Ja, geht nur in Ordnung. Nein. Oh Mann, warum läuft meiner nicht los? Das verstehe ich nicht. Dein Spieler läuft los, meiner aber nicht. Was ist das? Das ergibt doch keinen Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Deiner läuft los, ohne dass du ihn steuerst. Ja. Das ist halt das, was ich nicht mag an diesen unfairen Matches irgendwie auch. Danke. Oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du hast ihn erst berührt, nachdem er hinter der Linie war. Scheiße. Leck. Das ja, könnte eine Ecke sein. Das war, glaube ich, eine, ja. Ego. Ehrentor. Ist noch möglich. Nicht mit dieser Ecke. Nee. Oh Mann, also jetzt bin ich tatsächlich etwas verärgert, muss ich sagen. Also ich habe mir wenigstens ein Tor ausgerechnet. Kann ja noch, ist erst bei 76. Das bezweifle ich, also das läuft überhaupt nicht. Weiß gar nicht, warum ich... Naja, ist egal. So. Ja, und dann ist dann du da.
Ja. Oh. Ja, das war ein Foul. Das war zu früh. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, er ist verpfeift. Der ist bestimmt verletzt. Oh, der ist verletzt. Doch, der hat doch sofort gedrückt. Der ist schwer verletzt. Hat ein Grashalm ins Auge gekriegt. Ja, wie immer. Ah, nee. Warum hält er sich den Kopf? Das ist total blöd. Da hält er sich noch irgendwie das Bein, glaube ich. Ah, es ist herrlich. Vielleicht wollte er seine Tränen verdecken. Alba hat gelb. Spieler wird behandelt. Das heißt, du hast gerade nur 10 Leute auf dem Feld. Iker ist da. Iker Casillas. Ach, warte mal. Jetzt sehe ich da unten, da sind ja so Balken, ne? Mhm. Aber ey, da hast du gar keine kannst Zeit aber nur sehen. Nee, du kannst ja, es ist, auch nur sehen, wenn du den gerade spielst. Der ist platt hier. Ne? Mhm. Okay, jetzt sehe ich das zum ersten Mal. Oh, 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 oh. Ja, ich gucke die ganze Zeit da unten auf die scheiß Anzeige. Oh. Und du nutzt das hier schamlos aus. Nee, ich habe es ja gar nicht aus. Ich habe extra ins Ausgespielt. Hallo, mach doch mal einen Einwurf. Ich drücke die ganze Zeit drauf. Nein. Ja, das war doch albern, oder? Also, ja, nee, das war einfach, ich möchte das war zu dem Balancing möchte ich nichts mehr. Nein, das war jetzt einfach doof von mir. Aber wie der da hinhüpft und dann sofort ein Tor macht. Dein Mann steht da ganz nur. Ganz ehrlich, wäre ich der Torwart gewesen, hätte ich dir eine geklatscht, ne? Damit du da weggehst. Also ich durfte sowieso, also ich könnte kein Fußballspieler sein. Weil ich würde mir wahrscheinlich ständig die Karten Potenzial anfangen. Oder ja, 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 definitiv. Also das würde gar nicht gehen. Weiß ich nicht. Ja, ja, 4-0. Ja. War doch ein schönes Tor. Es ist einfach zum Kotzen. Der Torwart ist zum Beispiel auch so eine Sache. Was ist jetzt wieder? Der von der Türkei ist lange nicht so. Oh Mann. Oh, der war aus. Der von der Türkei kommt auch nicht so wirklich raus. Also ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist. Ja, so wird das nix. So wird das gar nichts hier. Ich bin jetzt sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ziemlich sauer. Sauer auf das Spiel? Ja, ja. Auch. Auch. Nee, auch sauer auch, auf mich. Auf mich. Nee, auf mich bin ich sauer und auf dich bin ich sauer und auf die ganze Welt bin ich sauer. Scheiße, ich bin auch alle sauer. Ihr Paul. Ja, ist doch wahr. Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin tot. Au. Also eigentlich war da nichts. Das liegt an der schlechten Grafik. Na, aber das ja, komm. So mach noch ein geiles Freistoßtor. Wie soll ich das denn machen? Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht hier. Ey, wo läuft denn der hin? Da sollte er gar nicht hin. Na. Die KI muss doch wissen, dass ich nicht zu dir passen will. Nee. Abseits. Nee. Sowas. Sowas weiß die nicht. Ich glaube, die KI weiß überhaupt nichts. Ah. Ja. Ende im Gelände. Ja, unrealistisches realistisch Ergebnis. Ist? Nee. Ja, glaube ich auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Für die Vorrunde jedenfalls nicht. Also nicht das, also wir haben ja ein Spiel von Spanien gesehen und die haben sich da schon abgebrochen, ne? Auf gar keinen Fall. Die haben auch nur das Nötigste gemacht, ja. Immer und ja, ja. Die Türkei war jetzt auch nicht so schlecht im ersten Spiel. Ja. Also das, naja. Nee, das ist kein realistisches Ergebnis. Ich, ganz ehrlich, also. Wir schieben es aufs Balancing in diesem Spiel. Ich tippe. Boah, das ist schwierig. Ich tippe auf das klassische 1-0.
Ja, ich glaube das auch. 1-0. Für Spanien in dem Fall, ne? Ja, ich sag mal 2-0 einfach mal, damit ich was anderes habe als du. Man würde zwar gerne sehen, dass die Spanier einen reinkriegen, ne? Aber realistisch... Ja, das wäre natürlich auch cool, wenn die Türkei gewinnen würde. Ja, das wird sich wahrscheinlich nicht passieren. Auf jeden Fall mal überraschend. Wir werden sehen. Ihr dürft natürlich eure Tipps auch wieder gerne in die Kommentare hauen. Wir würden uns sehr darüber freuen und auch an der Abstimmung teilnehmen, sofern die Abstimmung vorhanden ist. Ab und zu vergessen wir es mal. In der Regel machen wir es dann aber irgendwie dann später noch rein. Mal gucken. Wir bedanken uns fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Ciao, ciao.